Hi, ich bin der Philipp von Bärpor und ich habe euch heute was Cooles mitgebracht, und zwar Scheibennägel aus Holz. Wir versuchen ja nach und nach unsere Produktion auf nachhaltigere Materialien umzustellen, und genauso wie wir es bei den Scheibenauflagen schon gemacht haben, haben wir uns jetzt was Schlaues für die Scheibenauflagen ausgedacht. Und zwar etwas, was diesen Plastiknagel ersetzt, der immer wieder im Gras landet und zertreten wird oder zerschossen wird. Deswegen haben wir jetzt diese kleine Alternative dafür. Funktioniert im Prinzip genauso wie der alte Scheibennagel. Also auspacken, reinstecken in die Scheibenauflage und dann geht's los. Hat ein schönes Design bekommen von uns mit dem Bären oben drauf. So, dann nehmen wir uns mal eine neue Scheibenauflage. Schöne Wildsau. Und bringen die hier an. Richtig gut an den neuen Scheibennägeln ist, dass sie so kleine Widerhaken haben. Das heißt, dass sie auch richtig schön in der Scheibe stecken bleiben. So, dann würde ich sagen, lassen wir mal ein paar Schuss fliegen. So, jetzt lassen wir mal ein paar Pfeile fliegen und dafür nehmen wir 9 Bogen, aber davon erzähle ich euch im nächsten Video ein bisschen mehr. Ja, seid gespannt. Das Gute ist jetzt, wenn ich so einen Scheibennagel treffe, macht das überhaupt nichts, weil die sind aus Holz. Die können einfach in der Natur verrotten. Übrigens auch noch gut zu wissen, die Scheibennägel, die werden in Deutschland produziert, hier in der Region. Und ja, so sparen wir uns auch kurze Lieferwege. So, ganz getroffen habe ich den Scheibennagel jetzt leider nicht. So, wenn ich diesen Scheibennagel jetzt getroffen hätte, dann wäre der zersplittert und wäre einfach auf dem Boden gelandet und es hätte nichts ausgemacht. So. So. Also, wenn euch die Scheibennägel gefallen haben, dann schaut gerne mal im Shop nach. Die haben wir einzeln oder im Viererpack. Und dann würde ich das Video für heute beenden. Lasst ein Abo da, lasst ein Like da und lasst uns mal bitte wissen, was ihr von den neuen Scheibennägeln haltet. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao.